Vor kurzem fanden im Golfclub St. Lorenzen im Mürztal die Vereinsmeisterschaften statt. Was den Sieg bei diesen Meisterschaften betrifft, gab es wieder die üblichen Verdächtigen. Bei den Herren waren es die Stoppacher Brüder und bei den Damen wurde es wie alle Jahre wieder einmal eine enge Partie. Bis zum letzten Loch matchten sich hier die Damen und nicht einmal nach dem letzten Putt stand die Siegerin fest, musste man doch noch ausrechnen. Am Ende konnte sich Helga Nöst über den Vereinsmeistertitel freuen. Ja gut, weil der letzte Putt hat müssen fallen und ich habe so viele zu kurz lassen, aber der ist gefallen und das war toll. Beim Putten hatte die frisch gebackene Meisterin im heurigen Jahr zwar ihre Probleme, doch intensives Training hat sich gelohnt. Ich habe sehr schlecht gepattet heuer, habe dann geübt das Putten, habe auch gute Tipps bekommen vom Pro in Obereich und ich habe mir gedacht, den lasse ich jetzt nicht zu kurz und der ist gefallen. Bei den Herren war bereits vor dem letzten Green Fix. Der Meister kann nur Michael Stoppacher heißen. Und so war es dann auch. Einer der Stoppacher gewinnt immer. So hat man den Eindruck. Taucht die Frage auf, drängen die Jungen noch nicht nach? Leider noch nicht. Ne? Wir hoffen stark für die Mannschaft da, dass mal Junge nachkommen, aber leider ist es noch nicht so. Ne? Privilegien hat der neue Vereinsmeister aber durch seinen Sieg nicht im Club. Nein, leider nicht mehr, weil es leider die Clubmeistertafel nicht mehr gibt, wo der reservierte Parkplatz war. Aber vielleicht kommt er wieder. Wir hoffen stark drauf. Große Freude herrschte auch beim Seniorenmeister Erich Harrer. Und der beweist, dass Golf auch im Alter eine spannende Sache sein kann. Ja, das ist eigentlich, ist mir jetzt alles runtergefallen. Ich war Hochspannung bis zum Schluss und angespannt körperlich. Aber es ist sie super ausgegangen. Ich habe heute und gestern sehr gut gespielt. Und zwei Tage muss man konzentriert sein, aber ich bin sehr glücklich. Gesamt gesehen wieder eine gut organisierte Veranstaltung im Golfclub St. Lorenzen im Mürztal. Und abschließend hat MEMA TV noch nach der Faszination beim Golf gefragt. Weil es jeden Tag was Neues ist. Es ist nicht fad, es ist nicht eintönig. Es passiert bei jedem Schlag, kann was passieren. Oder das ist eigentlich die Faszination. Dass man gegen sich selbst spielt. Golf ist Bewegung, Hirntraining. Es ist wunderbar, wenn man Golf spielen kann und wenn man ein bisschen ein Glücksgefühl hat, wenn die Bälle fliegen. Es ist einzigartig. MEMA TV gratuliert allen Meistern im Golfclub St. Lorenzen im Mürztal auf das Allerherzlichste.